Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dieses Ding nennen soll. Es sieht aus wie eine Fallakte, aber ohne Nummer. Ich sollte ja Bescheid geben, falls etwas Seltsames passiert, und ich denke, das hier zählt auf jeden Fall. Dieser Bericht in der Form einer nicht gesendeten SMS stammt vom Handy des Subjekts. Ich liege unter einer Decke, so wie früher als Kind. Es ist mitten in der Nacht und ich hoffe, dass ich das, was auch immer sich in meinem Bad befindet, einfach aussitzen kann. Das Ganze ist doch albern. Ich bin ein Mann der Logik, nicht der Angst oder des Aberglaubens. Gehen wir kurz durch, was ich weiß. Vielleicht finde ich ja so eine Erklärung. Das Licht ist aus, also muss ich mich mit meiner Nachtsicht begnügen, aber die Badezimmertür ist an der Wand, zu meiner Linken, und steht wie gewohnt offen. Von meiner Position aus kann ich nicht direkt ins Bad selbst sehen, also stehe ich nochmal auf. Die Augen sehe ich erst, wenn ich auf Höhe der Tür bin. Das Einzige, was mir einfällt, wie ich sie beschreiben kann, sind zwei wütende Lichtpunkte. Ich habe schon mal Katzen- oder Hirschaugen im Dunkeln gesehen, aber das hier ist was anderes. Danach bin ich wieder unter die Decke geklettert und habe mir mein Handy vom Nachttisch geschnappt. Mittlerweile bin ich genauso neugierig wie verängstigt. Vor einer Stunde oder so gab es noch kein Monster und ich hatte keine Zweifel an der Realität. Ich liege weitere 20 Minuten da und überlege, ob ich einfach zu viele Horrorfilme gesehen habe oder ob wirklich etwas Gruseliges in meinem Bad ist. Vielleicht waren die Augen ja nur ein Lichtreflex der Jalousien oder so etwas. Also stehe ich wieder auf und schleiche mich langsam an der Bettkante entlang, um noch einmal ins Bad zu schauen. Die Augen sind immer noch da. Mir wird immer noch übel, wenn ich sie anstarre, und doch kann ich mich noch nicht verstecken. Ich muss sicher sein, dass es nicht einfach nur das Licht ist, das von etwas Metall reflektiert wird. Wie um mir etwas zu beweisen, bewegen sich die Augen ein Stück nach links, sodass sie direkt vor mir sind. Sie sind immer noch zu mir gerichtet und ich kann in diesen Lichtpünktchen Zeichen von Leben und Intelligenz sehen. Zurück unter die Decke. Ich befürchte, dass Weglaufen eine sofortige Reaktion hervorrufen würde und ich muss alles noch einmal durchdenken. Seit der letzten SMS sind 5 Minuten vergangen. Ich habe über jeden Horror und jedes Monster nachgedacht, das mir einfällt, und glaube, eine Theorie zu haben, die ich leider testen muss. Ich würde jetzt gern zu geliebten Menschen sprechen, aber ich hätte nie wirklich jemanden zum Liebhaben, also los geht's. Ich habe die Decke weggezogen und blicke jetzt auf die Badezimmertür. Mich empfängt Dunkelheit und ich bin schon bereit zuzugeben, dass ich mir alles nur eingebildet habe, als sich die Augen öffnen. Ihre Position ist immer noch die gleiche. Sie blicken auf meine liegende Gestalt hinunter. Ich hebe eine Hand so hoch wie möglich und das linke Auge verschwindet. Bewege die Hand weiter und lasse das rechte Auge verschwinden. Meine Theorie stimmt. Ich sehe den Spiegel. Die SMS endet hier. Turtles Memo. Dachte, du würdest gerne sehen, wie eine Akte aussieht, wenn sie noch nicht fertig prozessiert wurde. Ich möchte dir außerdem mitteilen, dass sich dieser Vorfall weniger als 15 Kilometer von dir entfernt ereignet hat. Die Organisation wird sich für ein paar Tage in der Gegend aufhalten, also versuch bitte nicht auf der Straße herumzulaufen und gegen sie zu protestieren oder so. Jetzt wieder an die Arbeit. Die Leute warten auf 11. Ich habe diesen Text heute auf meinem Laptop gefunden, nachdem ich aufgewacht bin. Die Tür war verschlossen, der Hund hat nicht gebellt. Ich will gar nicht wissen, wie der seinen Weg dorthin gefunden hat. Was den Inhalt angeht, ist nichts wirklich Schockierendes dabei, außer wie nah dieser Vorfall war. Es scheint, als würde Tettle auch langsam ungeduldig mit mir werden. Jedenfalls habe ich richtig Spaß damit, Fallakte 11 zu schreiben. Alle vorherigen Akten habe ich einfach im Browser abgetippt. Als ich das mit Nummer 11 versucht habe, ist jedoch mein Browser gecrashed und ich habe meinen ganzen Fortschritt verloren. Ich war ziemlich sauer und habe in einem Word-Dokument neu angefangen, was ich dann nicht gespeichert, sondern nur minimiert hatte, weil Word fast nie abstürzt. Aber ja, einen Stromausfall später und wieder hatte ich alles verloren. Jetzt
tippe ich es zum dritten Mal ab und speichere nach jedem zweiten Satz. Bitte entschuldigt die Verzögerung. Ich bin ein Trottel. Passt auf euch auf. Secrets.